Willkommen zu einer Mini-Runde Jurassic Park Bilder. So, denn ich mache hier heute wirklich nur das, was ich machen kann. Jo. Ja, ich habe mal wieder für ein paar Bucks investiert. Es lohnt sich immer, dann kann man die Dinos schneller appen und so. Und sich Kohle besorgen. Jo. Aufträge beenden ist immer gut. Was will denn der Hammond wieder? Ich soll einsammeln, dann machen wir das mal eben. Ich brauche meine Dinos schon wieder ein bisschen weiter gehabt, auf jeden Fall ein paar. War richtig teuer, viele Bugs draufgegangen. Aber ja, es lohnt sich ja in den Kämpfen dann, ne? So, dann gehen wir mal in den Aquapark. Jo, so, was gibt's? Hier gibt's auch wieder einiges zu tun. Scheiße einsammeln. Yeah, der ist endlich fertig, der Chronosaurus. Bisschen füttern hier. Einmal noch so. Das Gebiet ist fertig, jetzt muss ich die ganzen Trümmer hier entfernen. Ich hasse es. Kennt ihr das? Ihr müsst die erstmal alle identifizieren mit bloßem Auge. Das nervt schon so ein bisschen. Rumklicken. Und dann noch warten, bis es weg ist. Und das kostet auch noch was. Unnötig. Obwohl, es gibt halt ein bisschen Erfahrung. Das ist das Gute. So, den habe ich auch nochmal gehabt. Sehr gut. Ich kann mir ein Gebiet hier freischalten. Geil. Das ist richtig geil. Komm schon, irgendwas Cooles. Boah, ist okay. Die anderen Sachen wären auch nicht viel besser gewesen. So. Gehe ich mal ins Turnier. Oh, ernsthaft. 147 Megabyte, zieht euch das mal rein. Und das habe ich jedes Mal, wenn ich in den Turniermodus gehe. Ich verstehe es nicht. Er lädt es runter und dann ist es belegt trotzdem den Speicher. Ich sehe das hier. Das zieht dann wirklich so viel rein. Also 147 MB, jedes Mal. Deswegen gehe ich gar nicht mehr in den Turniermodus normalerweise, weil mich das nur noch abfuckt. Das ist richtig nervig. Ich bin schon am überlegen, ob ich für Jurassic World und Jurassic Park Bilder solche Mini-Sessions mache, also noch mitten am Tag aufnehme, wie ich Live-Kämpfe mache und hier Turniere und so, einfach nur Kämpfe wirklich. Und das dann, ja, ist die Frage, ob ich das dann auch so krass kommentiere oder ob ich das nur ein bisschen kommentiere oder ob ich es einfach stumm laufen lasse. Was meint ihr? Dann könntet ihr halt wirklich immer sehen, was ich denn so tue bis zur nächsten richtigen Folge in meinem Park. Das wäre auf jeden Fall meine Maßnahme. Und weiterhin möchte ich gerne bei Jurassic Park Bilder demnächst eine Facebook-Verbindung aufbauen. Und dann kann ich ja auch Freunde hinzufügen, deren Park anschauen. Und so habe ich gelesen, soll so sein. Und dann kann ich halt auch mal eure Parks bewerten, anschauen und was auch immer. Und die halt mal ein bisschen zeigen, ist doch cooler. Ich weiß gar nicht, geht das bei Jurassic World auch? Also bei Parkbilder soll es gehen. Ob es bei World geht, weiß ich nicht. Das wäre natürlich der Hammer. Das wäre richtig krass. Aber ich glaube es kaum. Ich habe da sowas noch nicht gesehen. Gut, aber jetzt geht's endlich weiter. Was ist das denn? Dolichorinchops. Dolichorinchops. Ja, ja. Was? Oh, Alter. 1500 kostet das Scheißvieh. Weg mit dem. What the fucking hell? Beitreten kostet 3 Dollar. Ich habe nur 2. Nein. Oh. Und zwar das umsonst, diese 147 MB.
Naja, nicht ganz. Ich konnte euch ein bisschen was erzählen. Auch interessantes Zeug. Jetzt gehen wir erstmal wieder normal kämpfen. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Ihr könnt ja auch gerne mal Rückmeldung geben, ob ihr das gut findet. Mit diesen stummen Sessions quasi zwischendurch. Was dann auch mit in die Playlist kommt vom Let's Play. Aber dann eine andere Benamung bekommt, weil das ja dann kein Let's Play ist. Let's Play ist ja eigentlich ein kommentiertes Spielen. Und das wäre ja dann stumm. Ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Walkthrough? Gameplay? Da gab es einen speziellen Namen für. Muss ich mal schauen. Das wäre ein Vorschlag. Dann hättet ihr dann hier noch ein bisschen mehr Material. Und für mich wäre es auch relativ einfach, das hochzuladen und zu schneiden. Das geht viel schneller. Die normalen Folgen bleiben natürlich bestehen. Das ist jetzt nur extra gedacht. So. Solange ich hier keinen Schutz benutzen muss, ist alles gut. Tjo. Alles andere als Gewinn wäre auch echt peinlich. Mit so einem krassen Dino. Ja, der ist echt schon relativ stark. Nein, ich will eure Scheißspiele nicht spielen. Lasst mich in Ruhe. Sonst könnte ich ausfallen werden. Okay, es lohnt sich, den Ankylo zu nehmen. Bin gespannt, wie der abgeht. Der ist ja jetzt quasi neu. Ich finde, manche Dinos gehen von der Optik her. Andere sehen richtig krüppelig aus und sind auch richtig schlecht. Ich finde, der Spino sieht viel zu spielerisch aus. Und der ist normalerweise, glaube ich, auch noch größer. Genau wie der Brachio, also die Verhältnisse stimmen da vielleicht nicht ganz. Tja, schon wieder gewonnen. Easy. Falls jemand von euch den Namen weiß, wie man das Ganze dann nennen könnte, dieses stumme Spielen, da gab es einen speziellen Begriff. Ich kann natürlich auch schreiben Let's Play, bla, und dann dahinter stumm, aber manche übersehen es dann und schreiben dann, warum ist da keine Kommentierung? Ich höre ja gar nichts. Nur den Sound des Spiels, das kotzt mich an, da kann ich auch selber spielen, bla. Ja, aber es geht ja um die Fortführung quasi der normalen Let's Plays. So wie als wenn ihr Big Brother quasi schaut, kennt sicherlich jeder von euch. Und ihr guckt es irgendwie auf Sky, so diese Sonder-Special-Zugänge, wo ihr dann wirklich nur die Kamera seht. Wirklich nur so zuschauen könnt, ohne dass es mal von Big Brother kommentiert wird oder von irgendwelchen Kommentatoren dort im Studio. So ungefähr. Kann man vergleichen, würde ich sagen. Aber ganz knapp. So, wieder ein Kampf gewonnen, ein Meilenstein. Panda Pop. Ich werde auch gleich, ey. Scheiß Panda, ey. Wie nehme ich denn damit? Nehmen wir den Allosaurus? Joa. Allosaurus regelt normalerweise. Komm schon, Ali, Alo. Zack, Stoß und Ende ist. Nee, doch nicht Ende. Aber so gut wie Ende. Jetzt erstmal ihm hier auch noch einen geben. Er lebt auch noch. Richtiger Opferbär hieß. Komm her, Spastisaurus. Ein Herz für Spastisaurus, wirklich. Ich schwöre es euch, ich erfinde Spastisaurus. Ich mal den, ich bringe den zu Papier, ich zeichne den, was auch immer. Dann lasse ich mir den patentieren, ja? Spastisaurus ist gut.
Dann nenne ich den Spastisaurus Germanius. Irgendwie so. So, ob der Pachi das lösen könnte? Den nicht, aber den könnte der lösen. Easy. Pachi gegen Pachi. Wer ist stärker? Zack. So, den ersten Pachi haben wir schon mal. Also meiner war stärker. 126, da kann ja meine Oma einen Dollar zuschlagen. So, hier kriegst du einen Nackenklatscher. Oh, oh. Was brauchen wir da nochmal bei dem? Autsch. Er gibt uns echt mal eine Nackenschelle hier. Zack. Dein Ernst? Das war ja gar nichts. Wen habe ich noch mal als erstes Spastisaurus genannt? Da war mal einer, glaube ich, der war übel hässlich und ich habe den Spastisaurus genannt. Tja. Krass. Parasaurolophus. Der regelt jetzt noch krasser. Aber wie gesagt, nach diesem Kampf hier werde ich eh erstmal Pause machen. So, dem geben wir jetzt hier nochmal eine Kopfnuss, richtig mit der Kokosnuss an Kopf. Dann würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt hier mittendrin stoppen und bis zum nächsten Mal, Leute.